Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Karte Ingo Thüringen. Wir werden weitermachen im Wald, bis es dunkel ist. Sobald es dunkel ist, werden wir schlafen gehen, beziehungsweise die Zeit überspulen. Weil im Dunkeln ist Arbeit sich schlecht, obwohl wir genug Licht haben. Im Dunkeln machen wir ein bisschen Tiere. Aber Tiere haben wir noch keine. Nicht auf der Karte. Was irgendwann auch kommen wird. Aber mal schauen, ne? Wir werden jetzt bisschen Holz machen, Holz verkaufen. Dann können wir morgen garantiert düngen und die Aussaat auf Feld 38 machen. Ja, man hat nicht so einfach, ne? Aber das geht schon irgendwie. Mal was anderes. Ey, ist wieder Sommer geworden, wa? Auch nicht schlecht. Aber war die ganze Wald weg. Auch nicht schlecht. Es wird schon schummrig. Dick. Mal höher ansetzen, ne? Und wieder. Ein kurzer Raum. Da wie eine Bergziege hier. Mal schauen, ob ich da einen schönen Traktor finde, der auch gleich in die Berge erklimmen kann. Aber normalerweise muss ich schon schauen. Wegen Neupflanzung.
oben noch zwei. Und dann geht's weiter rechts. Stehen noch ein paar. Auch im Steilgelände machen wir Holz. Der Busch in die Sicht weg. Aber jetzt kriegen wir hin. Genau wie die Zeit. Nicht gestoppt wurde. Und den nächsten Baum nehmen wir gleich. Wäre lange gewesen. Der lohnt sich. Oh, fliegen die Dinger in die Gegend. Ja. Dann mal in die Richtung, ne? Geht auch. Ups, wieder ein paar Meter geschafft.
Da unten hier oben, wenn ich da hochkomme. Blanken Felsen. Da oben ist ja weniger steil, aber da muss noch hin. Ich staune immer wieder, die Bremse hält. Ups. Kriegt. Schau mal selbst. Ja, nicht gut in Asse. So, dann packen wir es oben ab. Und dann schauen wir die Nacht. Wenn die Haie kommen, ne? Doch hier ganz gut. Weg von der Straße. Hier mal schnell in die Haie. Ganz schnell. Wir laufen gut heute. Hauptsache nicht gegen den Baum. So, jetzt haben wir 20.23 Uhr. Bis 6 Uhr, 6 Stunden 4 macht 10 Runden ungefähr. Das dürfte reichen. Mann, war doch 10. Die Gärte dürfen nichts bringen. So, dann denken wir, dass wir gleich loslegen können und ja, Sonnenblumen aussehen. Ne? Wir müssen nur schauen, dass wir eine entsprechende Temperatur haben. Plus 7 Grad Bodentemperatur. Jo, haben wir. Da ist wieder schön grün geworden. So, schauen wir mal nach Gras. Ob Gras bleibt. Hellgelb. Ich glaube, das bleibt jetzt immer so. Unkraut ist punktuell. Gut. Können wir Dünger streuen? Ganz wichtig. Die soll nicht so viel fehlen. Oh, das ist aber richtig kaputt. 61%. Naja, dann reparieren wir erstmal, ne? Wie konnte denn das passieren?
Naja, wieder heil. Düngen fällt 16, ne? Das trifft ja nicht ganz zu. Wenn man düngen auf Feld 12 machen. Ne? Aktivieren wir Kursplay. Gehen wir aus Ansicht. Nummer 68, da eine etwas ältere Version, aber das passt. Vorwende 2. Und einfach. Das fehlt ja was. Das ist nicht schön. So, hier gehen wir gleich hin. 60 muss noch einmal gedüngt werden und 12. Aha. So, Düngemodus. Kursgenerierung. Sollte auch nicht so lange dauern. So, hier geht es los mit der Aussaat. Beginnen wir erstmal hier mit dem ersten Fahrzeug. Und zwar vier Fahrzeuge. Den alten Kurs immer löschen. Dann machen wir kein Vorgewende, weil wir vier Fahrzeuge fahren, dann sind im Prinzip vier Vorgewende. Vorgewende. Doch, machen wir eine Woche. Ne, eine mal machen, ja, stimmt. So. Da müssen wir mal gucken, wo eigentlich rechts das ist verkehrt. Zwei links. Der nächste ist 2-1 links. Kurs. Eins links. So, hier mal das gleiche. Im allen Kurs löschen. Eins rechts, ja. Aktiviert. Das machen wir auch noch mal. Das ist ganz wichtig aktivieren, weil die nämlich sonst voll aufeinander fahren. So bleiben die stehen und warten. Ja, das passt, ne? Ja, das passt.
Und zwar zwei rechts. Aktiviert. Abfahrt einstellen. Klappt nicht ganz was Richtiges. Lassen. Wir müssen mal schauen. Ein Fahrzeug ist noch verkehrt. Haben wir nicht aufgepasst. Entlassen. Wir wollen noch von vorne anfangen, ne Kollege? Hier ein bisschen aufpassen. Ein bisschen höher schauen. Da, 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 da. Prozessor 16%, na gut. Also nicht überfordert. Ganz schnell auf einem anderen Fahrzeug gehen und den hinterher schicken. Also wir müssen ein bisschen mal die Reihenfolge einhalten. Ja, hier mal wieder Wenderradius umstellen, ändern auf 15 Meter, fast eh. Aber wir passen hier ein bisschen auf, dass es hier nicht schief geht. Idealfall wäre es gewesen, dass die anderen beiden noch nicht weit vorausgefahren wären. Aber gut. Ja, was warten wir jetzt? Auf die 100 Meter. Ach so. Denn die fahren jetzt mir alle die Runde rum. Komplett. Und da vorne muss ich vielleicht ein bisschen nacharbeiten, das wird passieren. Kann man hier schön erkennen, dass praktisch schon zwei vorausfahren und zwei hinterher. Na gut, ist halt so, ne? Alles schön mit Sonnenblumen. Das darf mir alles gepflügt werden. So, was genau? Das muss ich jetzt nicht verstehen. Feierabend? Oh nee. Gut, der wird nix. Dann nehmen wir leider schnell einen anderen Traktor. Schauen wir mal ein. Ah, genau. Auf die Gefahr hin, dass der zu schwach ist. Aber eigentlich sollte er nicht so schwach sein. Ganz schnell wechseln. Dann werde ich den anderen Traktor dann gleich verkaufen.
Denkt man, er kommt mit der Lenkung nicht klar. Großplay. Dann wurde jemand stark. Weil ein Raupe ja anders gelenkt wird wie ein normaler Traktor. Das ist nämlich ganz, ganz großer Mist. Wenn es nicht funktioniert. So. Ja. Rechts, zwei rechts. Aber das muss ich irgendwie geahnt haben, dass der alle Probleme macht. Gut, dann wissen wir Bescheid, ne? Und im Idealfall wäre so, man hätte vier gleiche Traktoren. Und auch gleiche Seemaschinen, was hier der Fall ist. Ja, jetzt ziehen wir mal die Sache durch, ne? So, liebe Freunde der Landschaft, das soll es für die heutige Folge gewesen sein. Ich danke fürs Reinschauen. Ich würde mich freuen auf ein Wiedersehen. Zu morgen. Dann seid mal Füße in den Winkel. Ciao, bis dann. Ciao.